Das war doof. Oh. Aha. Hey, hey. Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Subscriber Level per Day. Das beste Level mit Boss Teil 2 von Chet. Das ist das Level in Mario Bros. 12,19% Abschlussrate, 5 erfolgreiche von 41 Versuchen und Raphael LD hat den Weltrekord. Raphael. Nein, ich will jetzt nicht überall Weltrekorde reinhauen. Erreiche das Ziel als Maxi Mario. Maxi Mario, ein Schritt vor. Und noch einer. Hey, das ist Mario. Meine Freunde hier. Oh nein. Warum? Warum brauche ich schon wieder so viele Schlüssel? Warum passiert hier nichts? Trau dem Braten nicht. Das war doof. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen sehr doof von mir. Mario Maker und seine Hitboxen. Ich verstehe das Level jetzt schon nicht. Hundertprozentig müssen wir nach links. Oh. Ich habe den Schlüssel schon bekommen. Finde ich gut. Wohin Bowser auch immer verschwunden ist. Na, darf ich jetzt raten, wo ich lang muss? Hm. Da schon mal nicht lang. Naja. Viel zu große Areale, man muss immer suchen. Es ist nicht würdig, den Titel Bestes Level zu tragen. Ist so. Gucken wir mal, ob man hier noch was optimieren kann. Ich glaub's zwar nicht, aber... Na komm runter.
Hä? Musste ich echt nach oben fliegen? Ja. Okay, da ist noch viel Optimierungsbedarf. Man muss wissen, dass man nach oben muss. Und ich weiß nicht, wo der Schlüssel herkommt. Ja, definitiv ist da noch Optimierungsbedarf. Weil ich halt den einen Schlüssel gar nicht brauche und ich nicht weiß, wo der herkommt. Aber nur so konnte der Raphael das auch machen. Also anders ging es gar nicht. Der normale Weg, der Kampf gegen Bowser, definitiv nicht. Und auch hier. So. Ah, auch nicht perfekt, aber eher als das andere eben gerade. Müssten 50 Sekunden gewesen sein. Na, sag ich ja, 50 Sekunden. Okay, also da gibt es nur minimal etwas, was man machen könnte, aber ja. Es ist kein Startlevel gewesen, aber wie gesagt, es ist auch nicht das beste Level. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Todrein. Tschüss.